Hallo, ich bin's wieder vom Kanal Strom rein, Spaß raus. Dieser Kanal wird unterstützt von Charge Ninja, dem Spezialisten für Wallboxen, mobile Ladegeräte und Ladekabeln. Ein 10% Rabattcode findet ihr in der Videobeschreibung. Hallo, ich habe euch ja schon in den letzten beiden Videos verschiedene Ladetarife oder Ladekarten vorgestellt, wie zum Beispiel die ESB-Ladekarte von Energie Südbayern, die TWS-Ladekarte oder eben die Flatrate von Enel X als Juice Pass. Das werde ich später nochmal genauer erklären. Im Anschluss an diese drei Ladekarten, die ich ja schon mal erwähnt hatte, präsentiere ich euch heute mal die EVI-Ladekarte von Hildesheim. Die hat nämlich eine Flatrate bei DC. Und das macht schon absolut Sinn, denke ich mal. Aber erstmal der Reihe nach will ich erstmal nochmal die Ladekarten hier zeigen, die ich immer noch empfehlen kann. Hier zum Beispiel, wie gesagt, die ESB-Ladekarte. Da bezahlt man 4,90 € im Monat und kann dann an AC-Ladesäulen für 38 Cent pro Kilowattstunde laden und an DC für 48 Cent pro Kilowattstunde. Und das natürlich nur im Ladenetz, das ist klar. Am einfachsten ist, wenn man sich die ladenetz.de App installiert und dort nachschaut, welche Ladesäulen integriert sind. Und bei dieser ESB-Ladekarte sind alle Ladesäulen freigegeben, die im Roaming sind oder auch direkt im Ladenetz. Wenn ihr mal schaut, es sind einige tausend Ladepunkte hier registriert. Das Einzige, was ihr jetzt machen müsst, noch in den Einstellungen auf Ladekarte noch einzustellen, weil es gibt ja keine ESB-Lade-App. Deswegen müsst ihr halt wirklich selektieren nach Ladekarte. Und natürlich geht das nicht an der Ionity-Ladesäulen, das ist schon klar. Bei der nächsten Ladekarte handelt es sich auch um eine Ladenetzkarte. Es handelt sich um die TWS E-Mobil Ladekarte und hier kostet die Ladekarte 3 Euro bei einer Grundgebühr von 7,50 € im Monat. Und wenn man direkt im Ladenetz laden kann, kostet die Kilowattstunde AC 35 Cent und DC 45 Cent und im Roaming im Ladenetz kostet die Kilowattstunde AC 55 Cent und DC 65 Cent. Ihr könnt in der Ladenetz-App hier dementsprechend das hier selektieren nach Roaming oder kein Roaming. Und wenn ihr den Ladepunkt dann anschaut, dann seht ihr hier, dass das kein Roaming ist. Und bei der nächsten Ladesäule mit diesem kleinen Weltsymbol links oben dran ist eine Roaming-Ladesäule, dementsprechend andere Tarife. Es kommt eben ganz auf euer Fahrprofil an, ob ihr nur öffentlich laden könnt, ob ihr eigentlich zu Hause an der Wallbox ladet oder manchmal unterwegs oder eben dann sehr viel auf Reisen. Und dafür habe ich noch eine andere Idee für euch. Für echte Vielfahrer oder auch mal für einen Urlaub lohnt sich tatsächlich hier nochmal diesen Juice Pass sich anzuschauen. Und zwar handelt es sich hier um den Juice Pass von Enel X, dem italienischen Anbieter von Ladestrom. Nachdem man sich die App installiert hat und sich schon mal die ersten Ladesäulen anschaut, hier zum Beispiel eine AC-Ladesäule, da kostet die Kilowattstunde 70 Cent und eine DC-Ladesäule kostet hier bei Allego das 95 Cent pro Kilowattstunde und Ionity sogar für 99 Cent pro Kilowattstunde. Das ist schon extrem viel, muss ich sagen. Aber wenn man da mal in die verschiedenen Flatrate-Optionen reinschaut, hier Flat Large zum Beispiel, da kosten 145 Kilowattstunden 45 Euro pro Monat oder Flat Small bekommt man 70 Kilowattstunden für 25 Euro im Monat und das ist schon was ganz anderes. In dem Flat Large-Tarif kostet dann die Kilowattstunde im Schnitt nur 31 Cent und im Flat Small-Tarif im Schnitt nur 36 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist dann wirklich schon klasse. Und das Beste dabei, die Preise gelten an allen Ladesäulen, an AC, an DC, an Allego, an Ionity, in Deutschland, in Österreich, in Schweiz, überall. Hier ein Beispiel vom Flat Large-Tarif mit 145 Kilowattstunden im Monat, bezahlt man also 45 Euro im Voraus und kann dann quasi beliebig oft laden an den Ladesäulen, die halt in der App dargestellt sind. Und was halt entsprechend wichtig ist, wenn halt die 145 Kilowattstunden verbraucht sind, dann wird man automatisch in den Tarif Pay-per-Use umgestellt. Das heißt, man bezahlt die höheren Tarife und muss dann entsprechend aufpassen, dass man eben Richtung 145 Kilowattstunden das quasi beendet und umschaltet auf Pay-per-Use von Hand. Dazu muss man die App einfach auf Pay-per-Use umstellen. Warte etwa eine Minute, bis es bestätigt wird, dass Pay-per-Use wieder gilt. Und danach bestellt man wieder seinen Flat-S oder Flat-L-Tarif. Warte wieder eine Minute, bis wieder bestätigt wird, dann kann man direkt weiterladen. Sonst muss man nämlich, wenn man weiterlädt, zwischen 58 Cent an AC-Ladesäulen bis 89 Cent bezahlen oder sogar 99 Cent pro Kilowattstunde an Schnellladestationen. Und das macht wirklich gar keinen Sinn mehr dann. Wie gesagt, man muss halt wirklich achten, dass man das Budget nicht überschreitet. Am besten, man stellt sich neben das Display von der Ladesäule und stoppt dementsprechend genau an der Stelle, wann dieses Budget erreicht ist.
Wenn man dann nach der Ladung ein paar Minuten später in die App mal reinschaut, sieht man dementsprechend, was man verbraucht hat und kann sich eigentlich recht gut ausrechnen, was man beim nächsten Mal noch laden kann. Des Weiteren gibt es eine sogenannte Blockiergebühr, wenn man nach Beendigung der Ladung nach 60 Minuten immer noch angesteckt hat. Und da sind jetzt Preise zwischen 9 Cent pro Minute und 18 Cent pro Minute fällig. Des Weiteren gibt es noch eine kleine Sicherheitseinstellung. Man kann also maximal an einer Ladesäule dreimal hintereinander den Stecker reinstecken zum Laden. Danach wird es erstmal blockiert. Es empfiehlt sich tatsächlich, sich einen Ladekader für 16 Euro zu bestellen, da das Freischalten über die App manchmal ein bisschen fummelig ist und nicht immer wirklich funktioniert. Alternativ können sich auch Android-Handybesitzer mit NFC eine digitale Karte in der App anlegen. Das ist, denke ich mal, auch eine ganz spannende Geschichte. Geht aber leider nicht bei iPhones. Und da der Bodo, der den Audi e-tron fährt, gemeint hat, das wäre viel zu kompliziert für ihn, habe ich jetzt nochmal nachgeschaut und eine neue Ladekarte gefunden, wo man nicht Abos beenden muss und starten muss. Und das wäre hier in dem Fall die EVI-Ladekarte von Hildesheim. Und bei der Ladekarte ist halt echt klasse. Da kann man einen DC-Ladevorgang starten zu einem Festpauschalpreis von 11,50 € pro Ladung im Ladenetz. Und wenn man AC lädt, bezahlt man einfach nur fest 39 Cent. Dazu kommt noch eine monatliche Gebühr von 0 Euro im Monat bei einer Laufzeit von 12 Monaten und einer Kündigungsfrist von 2 Monaten zum Ende. Aber da die Karte im Monat sowieso 0 Euro kostet, macht eine Laufzeit von 12 Monaten eigentlich gar nichts aus. Die Ladekarte muss man für 19,90 € bestellen und bereits nach zwei Ladungen hat sich es wieder gerechnet mit der Ladekarte. Und hier im Kleingedruckten steht ja, dass eine Ladenetzverbundkarte ist und dass die AC-Ladungen Kilowattstunden genau abgerechnet werden und dass die DC-Ladungen ab 22 kW pauschal berechnet werden. Und das ist nämlich genau der spannende Teil dabei. Und hier steht es ja direkt in der Preistabelle: Preis pro Ladevorgang 11,50 €. Und genau das gilt hier. An allen Ladesäulen im Ladenetz an DC 11,50 €. Und selbst bei AC-Ladung steht hier 39 Cent und das finde ich schon absolut fair. Wenn man jetzt nochmal eine Ladung von einem 50 kWh-Akku anguckt, kostet die Kilowattstunde im Schnitt nur 23 Cent und beim ganz großen Akku von 100 Kilowattstunden kostet die Kilowattstunde nur 11,5 Cent. Das wird immer billiger. Hier nochmal ein kleiner Auszug aus den AGBs. Da steht, die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Die Vertragslaufzeit verlängert sich um weitere 12 Monate, es sei denn, der Vertrag ist bereits wirksam gekündigt worden. Also können Sie jederzeit kündigen zum Ende des Monats, aber ihr habt ja eh nur 0 Euro pro Monat. Ich denke mal, das passt schon. Und bei den Roaming-Konditionen steht halt, dass der Kunde berechtigt ist, an den Ladestationen der Roaming-Partner zu laden. Und es sind keine Einschränkungen irgendwie dabei, dass man einen bestimmten Ladesäulen nicht laden kann. Es wird halt nur ein Hinweis gegeben, dass man halt an Ladenetzpartnern auch laden kann. Das passt alles, denke ich mal. Bei der Abrechnung steht eben nochmal dabei, dass die Abrechnung quartalsmäßig gemacht wird oder eben auch monatlich, je nachdem halt, was für Kosten anfallen. Also ich kann da nichts irgendwie Negatives entdecken. Was haltet ihr davon? Oder habt ihr vielleicht noch bessere Ideen? Ein Like von euch fände ich total super und über ein Abo wäre ich total dankbar. Und wenn ihr die Glocke drückt, kriegt ihr immer die neuesten Videos von mir. Und danke fürs Zuschauen. Ihr könnt euch ja gerne meine anderen Videos auf dem Kanal mal anschauen. Da gibt es zum Beispiel eine Ladekurve bei minus 15 Grad oder die verschiedenen Ladeparks, die ich schon besichtigt habe, die größten. Oder hier eine Tour an die Costa Brava an einem Tag. Oder ein 500 Kilometer Hypermining mit dem kleinen Tesla Model 3 Standard Range mit 55 Kilowattstunden oder vieles mehr.